So I think it's okay. It is justice. And when you think that normally for one rape you get in Austria a punishment started out from 2 years, and in this case are 3,000 rapes, and you can see that this is, of course, the only sentence that is possible. He was really quiet, and he makes no appeals. It seems that he is content about it. Ich bin sehr froh darüber, dass jetzt zügig das Urteil auch gefällt wurde, dass der Prozess ordnungsgemäß über die Bühne gegangen ist und dass auch die entsprechende Strafe verhängt wurde. Sind Sie jetzt die richtigen Strafen für ihn? Kann man überhaupt das steht mir als Politiker nicht zu, sondern dass die Verhandlung ist geführt worden mit allen Für und Wider und das Urteil wurde gesprochen. Das sie mit Kindern bezogen hat, an einem geheimen Ort. Und je nachdem, wie es ihr nachkommt, eben so häufig sagt, man sieht Straftätern ihre Bösartigkeit nicht an. Da heißt aber nicht, dass das auf der Strafmaß angerechnet war, oder? Also in Österreich ist es so, dass eigentlich die Höchststrafe. Auch diese Anklagepunkte mit Mord und Sklaverei, so viel ich jetzt gehört habe, haben zu diesem Urteil beigetragen und das ist erwartet worden und erhofft worden, obwohl man sagen muss, dass es für dieses Verbrechen kein adäquates Urteil geben kann. Und dass die eigentliche Strafe, wenn man so will, andernorts erhofft wird. Er wird sofort aufgehängt oder umgebracht. Bei sowas lasse ich nicht leben. Und so ein Verbrecher. Ja, passt. Er hat das verdient. Gott sei Dank. Ich habe nichts anderes erwartet. Lebenslänglich. Ich habe nichts anderes erwartet.